Am Sonntag, dem 29. Mai, war ich bei Fexi im Stream zu Besuch und wir haben eine Stunde lang getalkt über spannende Themen rund um Star Citizen, um Fexi, um Astro Sam. Und ich habe gedacht, ich lade euch das nochmal hoch an alle, die das verpasst haben, als eine Art Käffchen. Und bei diesem Talk wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Guck mal, der Astro, der hört mich nicht. So, jetzt höre ich dich. Hallöchen, Astro. Grüße, Grüße. Ja. ich dachte, das liegt an mir. Nee, das lag voll an mir. Ich habe ja noch mein Go XLR und da hatte ich noch den Kram runtergezogen. Entschuldigung, Astro. Wie geht's dir, mein Lieber? Erstmal raus. Hey. Ja, super. Jetzt, wo ich mit dir spreche, geht's mir. Ach, herrlich. Ach, cool. Wie geht's dir? 15 Stunden gestreamt. Ich würde nicht mehr aufstehen am nächsten Tag. Alter Schwede. 15 Stunden haben wir gestern durchgezogen. Wobei mein Weltrekord, also mein eigener persönlicher Rekord, lag daran, wo New World damals rausgekommen ist, habe ich 3x17 Stunden hintereinander gestreamt. Danach ging es mir nicht gut. Bist du verrückt. 3x17 heißt 17, aber dann hast du eine Pause gemacht. Ja, habe ich kurz geschlafen. Alter Schwede, das könnte ich heute nicht mehr. Ich weiß, also als Jugendliche, da, mein Rekord war 56 Stunden am Stück Computerspielen auf so einer LAN-Party. Mhm. Danach konntest du mich in die Ecke stellen. Aber also heute, wenn ich 2-3 Stunden Computerspiele, dann bin ich schon, merke ich, wie ich müde werde. Aber streamen, das ist ja auch nochmal mehr anstrengend, auf die ganzen Monitore achten, spielen, auf den Chat achten, erzählen, antworten und so. Boah, musst du auch darauf achten, dass du keinen Mist erzählst. Ne? Du musst dich ja auch konzentrieren. Da 17 ich dann, Stunden. Achso, da habe ich ja einen Trick. Am Anfang mache ich immer Star Citizen, weil da muss ich mich wirklich konzentrieren. Dann spiele ich nachher irgendwas, was so ein bisschen rumgedaddelt ist. Weißt du denn, irgendwelche Spiele, die leichte Kost sind. Hey, grüß dich, Freesky, moin moin, grüß dich mal lieber. Dann spiele ich zum Beispiel Vampire Rising oder Lost Ark, wo ich mich nicht mehr ganz so konzentrieren muss. Dann kann ich mich so ein bisschen berieseln lassen, die Leute können sich berieseln lassen. Dann sprechen wir nachher nur noch über allgemeine Sachen, aber nicht mehr über solche krassen Themen wie jetzt. Das kann ich auch keine 17 Stunden durchhalten. Dann platzt mir der Schädel, ne? Das geht nicht, nee. Ja, das ist, ja, du hast doch echt so ein mega umfassendes Wissen. Das finde ich immer faszinierend. Wo nimmst du das alles her? Ich denke mal, ich weiß viel, aber du weißt immer noch mal eine Schippe mehr, habe ich glaub den ich. Eindruck. Das glaube ich nicht. Ich denke mal, gerade mit den Chip-Talks, weil damit beschäftige ich mich schon seit 2013, versuche ich immer alles aufzufassen, was geht, was wir mal so erzählt haben. Da habe ich auch so ein bisschen Notizen in mir auch mit den Jahren gemacht. Ich mache ja schon die Chip-Talks relativ lange und da habe ich ein ganz großes Portfolio aufgebaut mit den Jahren. Ja, und dann gucke ich da manchmal wieder rein, um das Wissen wieder aufzufrischen. Und du weißt ja genau, es ist ja eine laufende Entwicklung, es kann sich auch alles wieder ändern. Wir hatten gerade sehr spannend das Thema NPCs gehabt, ne? Und ich habe mir damals mal die ganzen 10 Fragen an Chris Roberts, bin ich mal durchgegangen, da ich damals eine Sendung aufgebaut, für also 3 Monate brauchte ich dafür, habe die ganz interessanten Fragen rausgeholt, was er damals geantwortet hat. Und das sind immer Sachen, die hört man gerne, die erzählt man auch gerne, aber ob das nachher wirklich so umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Sache, ne? Das ist Ich bin gerade auf die KI, bin ich sehr gespannt, weil meines Erachtens ist das auch etwas, womit das Spielerlebnis letzten Endes steht und fällt. Mhm. Sie haben ja früher gesagt, dass 90% des Verse durch NPCs bevölkert werden wird und dass man das gar nicht auseinanderhalten kann, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein NPC. Ich wäre ja froh, wenn sie erstmal 10% als NPCs vernünftig zum Laufen kriegen. Ja, ich will ja noch gar nicht über 90% sprechen. Ich auch nicht. Aber denkst du, dass sich das ändern wird mit dem, letzten Endes dann mit dem Server-Meshing, dass sie dann die KI-Berechnung auch in den Griff kriegen werden? Das ist so schwierig. Am Endeffekt ist es ja immer noch eine Lumberyard-Engine und sogar eine Crytek-Engine dahinter. Sie haben ja irgendwo die Ursuppe, klar, sie haben sie umgebogen, macht auch Spaß, die Weiterentwicklung zu sehen von der Engine, aber die Ursuppe ist ja immer noch irgendwo da drunter. Und wie weit sie das nachher umsetzen können, dass sie wirklich 90, also ich bin beide, also ich könnte mir das auch gerade nicht so richtig vorstellen, dass sie das wirklich so bevölkern können. Ich würde es feiern, aber ich glaube, deswegen bauen sie das Matchmaking im Hintergrund auf. Die bauen ja dieses komische Matchmaking auf. Wenn da viele NPCs sind, dann können da nicht so viele echte Spieler sein. Du sollst das nachher nicht richtig unterscheiden können. Das Matchmaking wird dann automatisch dein Social-Media-Ding durchgucken, was du für Spektrum, mit welchen Leuten du interagierst, mit welchen Freunden du da drin hast oder in welcher Allianz und Orga du nachher drin bist, dann wirst du die Leute nachher hauptsächlich sehen in deiner Umgebung, der du dich befindest. Dann springst du vielleicht auf irgendeiner Weltraumstation hin, dann kann da mehr Leute da sein. Das heißt, dann werden die das ein bisschen aufreißen. Bei der Weltraumstation wird nicht viel berechnet, ist keine große Stadt. Und dann können da vielleicht nachher 500, 600 Leute berechnet werden in dem Umfeld. Aber wie gesagt, das ist natürlich alles
noch sehr schwammig. Ne? Also dieses Matchmaking-System versuchen die schon was Cooles zu machen, aber ich denke auch, dieses wird schwer nachher einzusetzen zu sein. Aber ich freue mich darauf, das wäre schon ganz cool. Aber das mit den 90% NPCs wird echt schwierig werden, das glaube ich auch jetzt. Ja, also schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich immer sehr reserviert oder ernüchtert, sagen wir mal, wenn ich dann sehe, dass nach wie vor die NPCs auf Stühlen rumstehen und in der Gegend rumstehen und so weiter, wo ich denke, boah, die müssten doch inzwischen echt mal weiter sein. Diesen Zustand, den haben wir seit 3 Jahren oder so. Also, lange. Länger. Also, wo ich mich dann frage, wo ist der Fortschritt? Und dann reden sie sich heraus, und das glaube ich denen jetzt erstmal auch, dass sie sagen, ja, unsere Serverkapazitäten reichen nicht, um die KI zu berechnen. Und das wird sich alles auflösen mit Server-Meshing. Auf der anderen Seite höre ich, ohne dass ich es jetzt selber erlebt habe, dass die KI sich in den Bunkermissionen vor allem extrem griffig verhalten soll und auch schlau im gruppendynamischen Verhalten und so weiter. Besser, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung als ich. Besser auf jeden Fall, ja. Also zum Teil, das kommt echt drauf an, das haben wir immer noch das Problem mit der blöden Tickrate und mit der Serverauslastung, dass die NPCs gar nicht das so richtig machen können, was sie machen können, weil die wohl relativ gut entwickelt sind. Dann kommst du auf den Server rauf, da denkst du, Alter, die NPC kannst du mal richtig in die Ecke kloppen, da passiert nicht viel. Dann kommst du auf den Server rauf, dann denkst du, ach, die NPC, die kann ja nichts, bupp, 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 tot. Ja, toll. Da bist du manchmal auf einmal überrannt und dann denkst du, okay, da waren die NPCs jetzt gut. Das ist wirklich noch immer so ein Verhalten, dass der Server wirklich geschuldet ist, dass die Server nicht gut laufen tatsächlich. Ne? Das ist leider schade, dass die Server nicht die FPS hinkriegen selber. Selbst die Server haben auch eine FPS tatsächlich. Wenn die bei 30 ist, dass die Tickraten, die Latenz nachher besser werden, dann wird auch die Dynamik oder auch die NPCs besser laufen. Aber ey, müssen wir abwarten. Das ist echt so schwammig, weil ich bin ja auch schon so lange dabei. Du bist so lange dabei und dann denkst du auch irgendwann, holy shit, wie lange sind wir schon dabei? Und dann siehst du aber auch irgendwo ein WoW oder auch andere Spiele oder zum Beispiel, das ist Project TL, wird jetzt dieses oder Ende nächste Hälfte rauskommen. Da haben sie auch 10 Jahre entwickelt und da mussten sie nichts aufbauen bei Project TL. Das war da das ganze Studio, das kommt von NCSoft mit den ganzen Entwicklern. Die haben Lineage 1, Lineage 2 gebaut, haben damals Lost Ark gesehen, was sie gemacht haben, haben die Entwickler nochmal über den Haufen gehauen, weil die keine Kopie machen wollten von Lost Ark. Und natürlich, 10 Jahre Entwicklungszeit fühlt sich sau lange an, aber es ist tatsächlich normal, wenn du neue Wege gehen möchtest. Na, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, weil die auch die ganzen Studios aufbauen mussten im Hintergrund. Die mussten erstmal die ganzen Sachen koordinieren, die ganzen Leute einstellen. Dann haben sie mit 2015 haben sie dann eben die Leute nachher eingekauft von Crytek, weil Crytek fast pleite war. Dann haben sie die Leute, die das Wissen haben. Du bist ja auch schon so lange dabei. Wie schlimm war denn das? 2014 war grausam für uns, weil wir haben fast nichts in Inhalten bekommen. Da ist fast gar nichts passiert, weil die einfach keine Entwickler haben, die das überhaupt machen konnten. Ne? Das war ganz schlimm. Und dann haben sie, Gott sei Dank, war Crytek fast pleite. Da ging nicht mehr viel. Und dann hat natürlich Chris Roberts seine Chance gesehen. Hey, die Leute, die werben jetzt alle ab, die kaufen wir ein und machen Frankfurter Studio da draus. Und das war deren Rettung. Ich glaube, das absolut. War deren Rettung, sonst hätten wir nicht das, was wir jetzt haben tatsächlich. Ne? Sehr interessant auf jeden Fall. Ja, also das war das Spannende, als ich dieses retrospektive Entwicklungsvideo gebaut habe, auch für mich nochmal wirklich so zu sehen, wie waren eigentlich die Entwicklungsschritte und genau eben diese Erkenntnis, die du auch hattest, wenn das nicht passiert wäre, ich glaube, dann hätten sie ein Riesenproblem gehabt, weil es gibt eben nicht so KI- und Engine-Entwickler, die gibt es nicht wie Sand am Meer. Die muss man sich schon irgendwo zusammensuchen. Und dass sie da so einen ganzen Schwung, so ein eingespieltes, professionelles Team mal eben abgreifen konnten, ist natürlich blöd für Crytek gelaufen. Dann, nicht umsonst haben die sich ja jetzt so fies in die Wolle gekriegt. Aber für uns und für CRG war das ein Glücksfall. Ja. Das ist genial. Sonst hätten wir wirklich nicht das, was wir jetzt haben. Na gut, dann hat Amazon natürlich auch noch einen rausgehauen. Okay, wir helfen Crytek nochmal. Und kaufen die ganze Lizenz einfach ab und machen denn das denn als Lumberyard Engine einfach. Oh Mann. Und dann konnte Crytek sich so ein bisschen erholen. Crytek hatte dann wieder ein bisschen Geld gehabt und am Ende wurden sie jetzt aufgekauft von, wie heißt denn jetzt diese blöde Firma, die Chini-Firma. Weiß ich nicht. Komme ich gleich drauf. Tencent. Tencent hat gesagt, ey, Crytek, wir machen die Erlösung. Crytek, ist es vorbei mit euch. Hier 300 Millionen und ihr seid dann uns. Tencent hat dann Crytek komplett aufgekauft, deswegen gibt es Crytek so gar nicht mehr. Die machen natürlich, die entwickeln weiter, aber unter dem Namen Tencent und Tencent ist die Dachfirma,
Tencent ist eine riesengroße Firma in China, die sich überall einkauft. Die sind auch bei Blizzard eingekauft, die sind bei Tesla eingekauft. Die kaufen sich ganz groß in der ganzen Spieleindustrie ein, aber auch tatsächlich in der ganzen Industriemarkt auch tatsächlich. Also Tencent versucht da sehr viel zu machen. Und wird sogar vom Staat gefördert. Das ist sogar irgendwie eine staatliche chinesische Einrichtung, deswegen sehr, sehr gut. Wenn das ein chinesisches Unternehmen ist, dann geht es denen auch darum, Daten zu sammeln und sich überall, die geht es letzten Endes wahrscheinlich nicht darum, wirklich Qualität abzuliefern, sondern entsprechend Daten zu sammeln. Leider. Lass uns auf das Gelbe vom Ei, auf das Positive konzentrieren. Ich hatte ja gerade eine Fortbildung in der Firma. Eigentlich gar nicht so doof. Die haben halt gemerkt, dass die ganzen Mitarbeiter einfach doch unter ganz starken Motivationsproblemen leiden, weil wir hatten 2 Jahre Corona, jetzt haben wir diesen Ukraine-Russland-Konflikt und das zehrt. Man merkt es überall, die Leute sind unkonzentriert, sie sind schlecht gelaunt und so weiter. Jetzt haben wir eine große Fortbildung gehabt, wo es darum ging. So Tenor, und das fand ich nicht ganz doof letzten Endes. Tenor, wir können nichts daran ändern. Also wir können was daran ändern. Wenn wir hinfahren, wenn wir den Leuten helfen und so weiter, sollen wir machen. Werden wir sogar für freigestellt. Mhm. Aber uns hier zu Hause hinsetzen oder im Büro und die Nachrichten uns reinpfeifen und uns schlecht fühlen, wo wir dann nichts daran ändern können, das nützt niemandem etwas. Das nützt uns nichts, das nützt der Firma nichts. Und genau so, ich finde das mega schlau. Ich vermeide im Moment wirklich Nachrichten zu gucken. Ich ziehe mir nur das Nötigste rein, um up-to-date zu bleiben. Aber ich suhle mich nicht mehr. Ich habe kein Twitter mehr, habe ich abgeschaltet. Facebook schaue ich so gut wie nicht mehr rein, weil da kommst du in diesen Doomscroll rein und du wirst mit negativen Nachrichten zugeballert. Und das, ja, ich fühle mich einfach nur schlecht. Und das habe ich auch so ein bisschen adaptiert im Moment für mich, seitdem ich diese Fortbildung hatte auf Star Citizen. Auch wenn es dann immer heißt, oh, White Knight und so weiter. Nee, ich konzentriere mich im Moment einfach echt auf das Gute. Und das hilft mir. Und ich mag das Spiel im Moment sehr. Ja, das ist doch cool. Ja, das kommt natürlich dann zugute, gar keine Frage. Perisi, wenn du einen 30.000er Fehler hattest, dann musst du einmal komplett alles neu starten. Und dann solltest du eigentlich auch wieder auf den Server gehen. Du kannst versuchen, nochmal die Region zu wechseln, wenn es gar nicht gehen sollte. Du kannst dann mal gerne raushauen, was da genau passiert. Also was genau der Fehler nochmal ist, wenn du versuchst, auf den Server zu connecten. Wenn gar nichts mehr geht, wenn du in diesen Endlos-Bildschirm reinkommst, er lädt die ganze Zeit und versucht reinzukommen auf den Server, denn versuch noch mal ein bisschen abzuwarten. Dann kann das sein, dass der Account noch auf der Datenbank gelockt ist und noch nicht freigegeben ist im Backend. Muss man versuchen, zu notwendig alle Stricken reißen, leider ein Account-Reset machen, wenn es gar nicht mehr gehen sollte. Aber dann einen halben Tag warten. Im Moment würde ich das nicht wirklich riskieren. Mhm. Naja, im Moment nochmal kurz als Referenz genannt, das Thema Freundesliste hast du ja gestern auch mitbekommen. Das ist ja im Moment... alle Leute fluchen und sagen, oh, wie scheiße ist das und so weiter. Ich hatte heute eigentlich auch gedacht, ach, ich werde mal ins Verse gehen und ein bisschen mir einen Begleitschutz suchen und ein bisschen durch die Gegend tingeln, ein bisschen erzählen, schnacken und so, ging halt nicht. Aber das Gute ist, dass ich mich einfach mit Leuten im Verse dann zusammengetan habe und einfach mal wieder so wie ganz früher zu V2-Zeiten einfach so, hey, wer bist du denn? Ja, ich bin hier gestrandet, kannst mich abholen? Ich sage, ja, ich bin aber 40 Millionen Kilometer entfernt. Ja, kein Problem, ja, ich hole dich ab. Dann zwischendurch meldete sich jemand, oh Gott, ich liege im Bunker, kann uns jemand abholen? Ich sage, ja, alles klar, ich hole erst den ab und dann kommen wir zu dir und dann, ja, hier laufen noch Wachen rum. Und ich sage, oh Gott, ich habe überhaupt keine Waffen dabei. Ja, okay, pass auf, wir halten, machen noch einen Zwischenjob bei Port Olisar, kaufen noch Waffen ein. Und daraus hat sich einfach eine coole Dynamik ergeben, die völlig ungeplant war, aber die für mich auch so, man braucht nicht zwingend eine Freundesliste, um Spaß zu haben im Verse. Es sind nicht nur Idioten unterwegs, sondern einfach auch echt coole Leute, mit denen man eine gute Zeit haben kann. Und ich hatte einfach viel Spaß heute, so auch ohne Freundesliste, würde ich sich gerade alle so. Deswegen immer so, das Gelbe vom Ei, ne? Also sich so konzentrieren auf das, was wir haben und das, was gerade echt cool ist. Und Star Citizen bietet einfach allen Bugs zum Trotz doch sehr, sehr viel, finde ich. Also im letzten halben Jahr, ich hatte vor einem halben Jahr, habe ich ja auch gesagt, ich mache eine Auszeit vom Spielen. Ich hatte keinen Bock mehr auf Star Citizen. Bin jetzt wieder eingestiegen, natürlich auch, weil ich Zeit habe, dadurch, dass ich keine Videos mehr baue. Und es macht echt Spaß. Ich habe richtig Spaß an Star Citizen. Die haben sich cool weiterentwickelt im letzten halben Jahr. Ja, das ist auch immer so ein Problem, wenn du natürlich, du baust auch sehr umfangreiche Videos, das Thema hatten wir ja gestern schon, dann ist es, das dauert lange, so ein Video zu produzieren. Ich habe das aber der Vor-Fernzeit gemacht und dann hatte ich auch überlegt, ey, ich kann jetzt weniger streamen, mach Videos oder. Dann war ich natürlich überlegen, da habe ich damals bei der Vor-Fernzeit aufgehört, weil ich das zeitlich nicht gesehen habe. Ich habe das nicht hingekriegt, ich bin mehr tatsächlich
Ich habe mehr Bock auf Twitch, ich habe mehr Bock auf Stream. Und wenn ich da wirklich sehr gute Videos abliefern muss, weil das ist ja dann tatsächlich ein Muss, wenn du das für jemand anderen machst, dann dauert das sau lange. Dann war ich nachher für ein 15-Minuten-Video, war ich dann 2 bis 3 Stunden beschäftigt. Na, das ist schon der Wahnsinn, was da flöten geht. Da hast du auch nachher keine Lust mehr zum Spielen oder wieder irgendwo reinzugehen. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wenn du dann ein bisschen weniger was machst, dass es natürlich angenehmer ist und dass du auch wieder den Spielspaß irgendwo findest. Gar keine Frage, bin ich voll bei dir. Ja, bei mir hat sich so eine riesen Backlog angesammelt, von dem ich mir dachte, ah, ich schaffe es. Und am Ende bin ich aber so abgesoffen, also auch plötzlich in der Erkenntnis, dass ich es eben nicht mehr schaffe. Und ich habe wirklich, ich habe 7 Tage die Woche, 24 Stunden nur noch gearbeitet. Ich habe nur noch irgendwie 3-4 Stunden die Nacht geschlafen, weil ich dann aufwachte und dachte, oh Gott, ich muss das und das und das und das noch machen. Und wenn ich so weitergemacht hätte, wäre ich, glaube ich, in 4 Wochen oder so, wäre ich im Burnout komplett ausgefallen. So. Und deswegen, Videos ist jetzt doof für die Community, aber das ist der größte Zeitfaktor, der mich unendlich viel Zeit gekostet hat und Energie gekostet hat. Und deswegen habe ich da jetzt wirklich einen ganz harten Cut gemacht. Und ich sage auch noch nicht, an dem und dem Tag fange ich wieder an. Erstmal muss ich all meine Baustellen hier erledigen und das sind noch ein paar. Aber ich komme zurecht und wie gesagt, das Positive für mich ist, dass ich wieder Freizeit habe und dass ich ein bisschen spielen kann, dass ich mal zum Faxi reingehen kann, ein bisschen quatschen und einfach wieder ein bisschen ja so leben und den Star Citizen Spirit genießen. Genau. Das ist echt cool. Das macht mir Spaß. Das ist wichtig, Spaß haben. Aber ich weiß ja nicht, du machst ja extrem aufwendige Videos. Vielleicht kannst du noch mal, dass du überlegst, okay, du haust ja auch manchmal Stundendinger raus. Ich weiß, ich glaube, das könnte ich gar nicht. Also ich könnte das gar nicht vom Zeitfaktor her überhaupt schaffen. Früher, ich weiß ja nicht, wenn du dann wieder ein bisschen zurückgehst, dass du sagst, okay, du machst vielleicht kurzer, knackiger und dann, dass du eben mehr Zeit für andere Sachen hast, weil ich denke auch, du hast natürlich schon Bock auch wieder die Sachen aufzufahren. Aber vielleicht war das nachher am Ende auch ein bisschen zu viel, was du da gemacht hast, kann ich mir gut vorstellen, weil das waren schon richtig krasse Videos, die du rausgeballert hast. Da ich mir gedacht, heilige Schande, der Gott, Maria und Josef, da brauche ich ja Jahre für, unser Video zu produzieren. Das Hammer-Video schlechthin war ja das mit der ganzen Entstehungsgeschichte von Star Citizen. Das haben wir uns auch schon 2-mal im Stream angeguckt, weil das einfach sensationell gut ist, weil du da alles abholst. Alles, ne? Also ohne Grund hast du da nicht so viele Klicks drauf. Das ist der Wahnsinn. Und das Video ist auch sehr wichtig für die Zukunft. Also du baust ja auch Videos, die nicht nur ein Ist-Stand sind, die sind ja auch für die Zukunft relativ geil. Die kannst du dir vielleicht sogar in 1-2 Jahren immer noch angucken. Dann sind wir vielleicht im Patchstand weiter, das ist richtig. Aber die Entstehungsgeschichte, was alles passiert ist in der Vergangenheit, die wird da auferzählt. Und die ist super genial, gar keine Frage. Aber hallo. Ja, für so ein Video, da geht echt viel Zeit bei drauf. Also man kann das so von außen gar nicht begreifen oder erfassen, denke ich. Wenn man jeder, der Videos baut, hat ungefähr eine Idee davon. Aber ja, ich sitze dann, also ich arbeite erstmal 8 Stunden, 9 Stunden, dann habe ich die Familie und in jedem Stück Freizeit sitze ich dann und übersetze. Das ist erstmal ein ganz großer Teil der Arbeit. Nicht nur das Übersetzen, sondern ich skripte das ja so, dass ich es nur noch ablesen muss. Weil ansonsten könnte ich diesen Doku-Stil nicht hinkriegen und das zu schreiben, das ist schon mal echt ordentlich. Da sitze ich dann nachts teilweise, so wie du streamst, ne? So bis 1, 2, 3. Ja, genau. Und dann das Einsprechen selber, wenn ich das sauber aufgearbeitet habe, das geht relativ fix. Das kann ich jetzt ja auch, das Einsprechen. Aber dann nicht wieder hinsetzen und das im Video aufarbeiten, das kostet halt auch wieder Zeit, das alles zurechtschneiden und so weiter. Da habe ich meinen Workflow jetzt stark verbessert. Da ärgere ich mich, dass ich das nicht schon vor 1-2 Jahren gemacht habe, indem ich von Magix gewechselt bin zu DaVinci. Da hat man mehr gemerkt oder habe ich gemerkt, was ein professionelles Tool doch einfach für gute professionelle Abläufe auch bietet, die wichtig sind, wenn man so viel zu tun hat. Aber ich sag mal, dieses Video dieses Historienvideo, das, ja, wie lange mögen das brutto waren das mit Sicherheit 4 Wochen, die ich dran gesessen habe. Siehst du? Dann immer noch die anderen Videos nebenbei, ne? Weil ich will ja auch im Flow bleiben. Die Inside Star Citizen Übersetzungen, nochmal ein Star Citizen Live, dann nochmal ein Video für die Tippi-Community zwischendrin. Und dann kommst du ganz schnell in so einen Trott, wo du 7 Tage die Woche nur am Produzieren bist. Ja. Das ist hart. Und das kann man eine Weile durchhalten, aber wie gesagt, ich war an so einem Punkt, wo es nicht mehr ging. Kommt mir sehr bekannt vor. Genau den gleichen Punkt hatte ich mit der VFN-Seite. Genau das gleiche. Dann kam das Ding mit Lost Ark raus und dann wollte natürlich die VFN-Seite hier Video, ne? Und dann bin ich gecrashed tatsächlich. Habe ich gesagt, oh, das wird nichts. Und dann habe ich damals auch die Reißleine gezogen bei der VFN-Seite, weil das irgendwie,
Ja, dafür machen wir das. Also ich mache es ja nicht nur hauptberuflich. Ich habe ja einen ganz normalen Beruf noch. Und ich habe Family, ja, wie du auch gesagt hast. Das ist, irgendwann ist Feierabend. Ne? Irgendwann ist Schluss. Ne? Aber du kriegst das ja irgendwie noch gebacken mit, wenn du so viel streamst und dann hast du noch einen Hauptjob nebenbei. Ja, das geht ganz gut, weil da, also ich habe feste Tage. Das ist tatsächlich, das hat sich ja ein bisschen gedreht. Wir werden jetzt immer den Mittwoch frei haben und nachher den Sonntag, da werde ich nachher weniger machen. Das sind die festen Family Days. Sonst ist es tatsächlich so, dass ich bis 17 Uhr arbeite und dann fange ich mit dem Stream tatsächlich an und dann streame ich so bis 1 Uhr nachts, ja. Also ich komme schon auf meine 200 Stunden also im Monat mit dem Stream, wenn sogar manchmal noch. Also diesen Monat will ich erst gar nicht wissen, da können wir sogar wieder die 240 knacken. Aber generell ja, das ist schon echt heftig, denn 160 Stunden normale Arbeit im Monat, dann nochmal 200 Stunden. Da darfst du nicht drüber nachdenken tatsächlich, das ist der Wahnsinn, was darauf geht, das ist wohl wahr, ja. Ja, und dann will ja die Familie auch noch irgendwie ein bisschen Zeit haben, ne? Das ist ja dann genau der Knackpunkt. Genau, richtig. Das ist, weiß ich nicht. Wir haben jetzt noch Hunde, die müssen raus und ich weiß nicht, wie ihr da so mit Haus und Garten bestellt seid, aber auch das will ja irgendwie gepflegt werden. Also da frage ich mich schon wieder, wie du das eigentlich hinkriegst. Tatsächlich, also Hammer. Wir haben Katzen. Ist ein bisschen entspannter zum Glück, aber ja, Family Day, klar, wir haben dann, ich kümmere mich natürlich dann auch um die Kinder zwischendurch, so gut wie es natürlich geht. Und wie gesagt, wir haben dann tatsächlich unseren Sonntag und unseren Mittwoch, da mache ich dann gar nichts. Da packe ich dann auch tatsächlich die ganzen Handys weg, kein Twitter, kein Discord. Das sind dann wirklich die zwei Tage, wo ich dann gar nichts mache. Da bin ich nur für die Kinder und für die Family da. Und dann natürlich dann den anderen Trott, ne? Was natürlich auch Spaß macht. Das ist so ein bisschen mein Hobby und meine Leidenschaft, ne? Tatsächlich das Stream. Und dann natürlich YouTube, ja, mache ich auch. Werde ich auch immerhin weitermachen. Aber so immer zwei Sachen. Das werden dann kurze, knackiges Videos sein. 5 Minuten, 6 Minuten Videos, wo ich genau weiß, die schaffe ich in der Stunde. In anderthalb Stunden habe ich die Dinge abgearbeitet. Und nicht mehr so große Sachen wie bei der For-Fan-Zeit, das zerreißt mich dann tatsächlich dann auch wieder, ne? Ah, die Community schreibt mir die ganze Zeit. Ich lese euch, aber ich kann hier nicht auf jeden Einzelnen eingehen. Also Lucifer und Kiate und Morpheus, Zack McCracken alle am Start. Hallo, hallo, hallo. Und nein, es gibt im Moment keine neuen Videos und es freut mich, dass ich vermisst werde. Aber ja, ich habe es ja gerade erzählt, ne? Also kommt Zeit, kommt Rat. Um noch auf deine Frage zu antworten, Faxi, ich habe ich weiß es nicht. Also ich muss mir da noch die Karten legen, wenn ich wieder einsteige, wie ich einsteige, ob ich kürzere Videos baue. Ich muss zugeben, dass gerade diese langen, tiefgreifenden Videos, die sind, die mir echt Spaß machen letzten Endes. Diese kurzen Dinger, da habe ich keine richtige Freude dran, weil das ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das macht jeder. Das stimmt. Aber so richtig tief irgendwo einsteigen und auch dieses Feedback bekommen, oh Gott, schon wieder so ein langes Video, das triggert mich irgendwie, da habe ich Bock drauf. Und mich dann einfach so, das ist auch so ein bisschen die Kirsche obendrauf, was ich super gerne mache. Und ja, vielleicht ist das auch cool, so ein Hybrid zwischen dem Streaming, was ich ja nicht so gerne mache, und dem Videos, ist mich dann hinzusetzen und mit der Community einfach so ein Video dann auch gemeinsam zu gucken mit dieser YouTube-Premieren-Funktion. Das finde ich total cool. Das macht mir unheimlich Spaß, da zu sitzen, Community-Fragen zu beantworten und ja, das eigene Werk wie bei so einer Kinopremiere einfach anzugucken und mit der Community zusammenzuschauen. Das macht mir einfach eine große Freude und deswegen, das kannst du eben nur machen, wenn du richtig lange Videos hast. Da gebe ich dir recht. Bin ich voll bei dir. Vielleicht dreht sich das ja auch nochmal irgendwann. Ach so, wir sind ja noch in irgendeiner Alpha, irgendwann in der Beta-Phase und irgendwann im Release. Ich habe ja den Release mitbekommen, den ich sau interessant finde. Da war ich jetzt nicht so tief drin. Ich habe Spaß und spiele ich auch immer noch Lost Ark, ne? Aber ich war ja auch mit der V-Fan-Seite da drin in Lost Ark. Ich war mit Sender FN verknüpft mit Lost Ark. Und tatsächlich, Sender FN hat damals nur auf dem russischen Server Lost Ark gespielt, hat seine Videos gemacht und hatte immer so 200 Zuschauer, hatte dann eben seine Videos gemacht, hatte vielleicht so 2.000, 3.000 Aufrufe auf seinen Videos und dann wurde Lost Ark released. In Europa und in Amerika. Weißt du, was mit seinem Kanal passiert ist? Auf einmal hat er 12.000 Zuschauer auf Twitch und seine Videos haben 40.000, 50.000 Aufrufe, die klein normal. Krass. Okay. Nur weil das Ding released ist und er hat jetzt immer noch seine 2.000 Zuschauer zwischendurch. Das ist bei ihm ganz normal eingependelt. Seitdem der Hype auch zurückgefahren ist von Lost Ark, hat sich das bei ihm tatsächlich eingependelt, auch 2.000 Zuschauer. Und das finde ich sehr viel auf Twitch und er hat immer noch seine 20.000, 30.000 Aufrufe pro Video.
Also deswegen, worauf ich hinaus will, wenn du natürlich, die Qualität ist bei dir hammerheftig, gerade wenn der Release vielleicht irgendwann da ist, vielleicht könntest du dann nochmal überlegen, mit dem Job vielleicht doch nochmal ein bisschen zurückzutreten oder vielleicht eine 4-Tage- oder eine 3-Tageswoche zu machen, um dann deine Leidenschaft nochmal versuchen hochzuholen, große geile Videos zu machen um Star Citizen drumherum, ne? Ja, ich guck mal. Das war eine Entwicklung, ey. Das war krass, also das hätte ich auch nicht gedacht. Da hat er 12.000 Zuschauer. Ja, Standard, Wahnsinn. Ey. Und dann hat er mich auch einmal geradet mit 12.000 Zuschauern. Das war der größte Rage schlechthin, den ich jemals hatte. 12.000 Zuschauer-Rate, da war ich richtig fit im Kopf. Das glaube ich. Hammer. 12.000 Zuschauer. Unglaublich. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören, wie andere Creator, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Wie heißt er denn nochmal? Also Knusper hatte ja mal eine längere Pause gemacht, ne? Mhm. Und wie heißt denn der andere Streamer nochmal? YouTuber. AngryBot. So, AngryBot ist ja auch komplett weg. Oh ja, so ein netter Typ, ja. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube tatsächlich, denen gingen die Leute auf dem A. Ich habe das so ein bisschen mitbekommen mit AngryBot. Ich mag ihn immer noch sehr gerne. Finde ich sehr schade. Ich habe sehr viel damals auf Twitch noch geguckt. Da hatte ich meine Pause gehabt. Ich habe ja sehr lange pausiert damals auf Twitch, weil ich ja Papa geworden bin. Deswegen, weil ich kenne mich. Deswegen, du siehst es, ich streame 15 Stunden oder 8 Stunden ist bei mir normal. Hammer. Das kannst du nicht machen, wenn du Papa geworden bist. Dann habe ich tatsächlich, ich habe früher auch nur Diablo gestreamt, mein Lieber. Ich habe damals angefangen mit Diablo 3 zu streamen, 2013. Dann bin ich Papa geworden, dann habe ich die 3-4 Jahre Pause gemacht. Dann habe ich Star Citizen kennengelernt, habe AngryBot auch kennengelernt, habe die Crashies kennengelernt zum Beispiel auch. Oder zum Beispiel auch damals, irgendwie gab es noch Star Citizen Live-Sendungen. Da war Semila, glaube ich, dabei, hat er sehr viel gemacht. Er war auch sehr interessant, das waren damals die alten Sachen, wo es losging. Und AngryBot wurde, glaube ich, der hat damals so eine kontroverse Sendung gemacht, der Terrorist oder der Piraterie. Und ich glaube, die haben das alles falsch verstanden. Und er hat ja auch irgendwelche Drogen bekommen, total netter Typ und so ein Schwachsinn. Ja. Da denkst du manchmal auch, was ist denn da los mit den Leuten? Der hat Morddrohungen gekriegt, ja, seine Frau auch. Deswegen kann ich es verstehen, dass er keinen Bock mehr hat. Das tut mir so leid im Herzen, ey. Das ist der Wahnsinn. Ja, ist echt der Hammer. Das hat er uns ja mal, er war bei uns in der Worst Night zu Besuch und da hat er uns das mal erzählt, das ist schon 2-3 Jahre her. Das ging also richtig um sein Leben im Sinne der Drohungen, die dort aufgeschlagen sind und das ging halt auch gegen seine Familie und das war dann der Punkt, wo er gesagt hat, ne stopp, also jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, das geht nicht. Und das kann ich auch komplett verstehen. Das ist auch ein Grund, es wurde immer mal gefragt, ob ich nicht mal so ein bisschen kontroverser einsteigen kann und auch mal kritisch und nicht immer nur so immer alles beschönigen und belobigen und so weiter. Aber das ist genau der Grund, da habe ich keine Lust drauf. Ich würde versuchen, immer neutral zu bleiben im Sinne einer Betrachtung einer Thematik von verschiedenen Seiten, aber auch immer pro Star Citizen und pro CRG, weil ich keine Lust habe, mich und dem, woran ich Spaß habe, das irgendwie zertreten oder zerquetschen zu lassen von irgendwelchen Leuten, denen meine Meinung gerade nicht passt und die dann meinen, mir irgendwelche Hate-Nachrichten schicken zu müssen oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen kann ich ihn voll verstehen. Ja, kommt mir sogar sehr bekannt vor. Also deswegen bin ich auch meistens, ich sage natürlich auch, was mir nicht gut gefällt, sage ich gerne mal zwischendurch, aber ich bin auch immer pro Starsin, dafür bin ich einfach Fanboy, das sage ich auch öffentlich sehr gerne, ich bin Fanboy, ich mag das ganze Projekt, sonst könnte ich ja nicht seit 2013 fast durchgehend dran sein, geht einfach nicht, wenn man kein Fanboy ist, sind wir mal ehrlich. Und klar, sieht man auch manchmal die Perspektive, dann denkst du, heilige Schande, Herrgott, Maria und Josef, Chris, hat das jetzt so schwer getan, diesen Brief zu schreiben, 2 Jahre später, er hätte doch mal zwischendurch mal so einen Brief raushauen können, oder? Also manchmal fehlt mir die Kommunikation, entweder eine schöne Kommunikation, aber die macht manchmal so ein Zwischending, da kommt mal gar nichts, dann kommt wieder ganz viel und dann kommt wieder nichts. Und lieber ein bisschen was Städtisches, wo sie uns abholen, wo sie uns was erzählen, als immer diese Lücken, wo dann nichts passiert, das finde ich manchmal schade. Aber sonst bin ich sehr zufrieden tatsächlich. Ja. Also, das, wie soll ich sagen, ich habe ja auch immer so kleine Kommentarsektionen in meinen Videos und das ist auch so ein Anliegen, was ich habe, einfach zu kommunizieren, dass die da nicht sitzen und Däumchen drehen oder dass da nur die unfähigen Kapalken sitzen, wie das ja auch gerne immer mal irgendwo erzählt wird, sondern die
verlieren ihr Ziel nicht aus den Augen. Das größte, ne, also the was sagen sie mal, the fucking biggest space sim ever oder ja, sowas? Ja, genau, richtig. Ja. So. Yes, that is it. Und das finde ich faszinierend, dass sie trotz aller Kritik, die sie ja und harsche Kritik, die sie ja bekommen, das ist ja keine Kritik, das ist ja auch Flame und Hate und so weiter, ja, dass sie das einfach nicht an sich ran lassen, also zumindest zeigen sie es nicht, sondern dieses Ziel im Auge halten. Ich bewundere da Chris Roberts auch, dass er es schafft, seine Truppe zusammenzuhalten. Also sie haben eine Fluktuation, jedes Unternehmen hat natürlich Fluktuation. Ja. Was ich bewundernswert finde, ist, dass er seine Top-Management-Ebene zusammenhält, dass die immer noch am Ball sind. Mhm. Das ist krass und das seit 10 Jahren. Das ist gerade für ein amerikanisches Unternehmen extrem ungewöhnlich. Krass. Ja, das stimmt, ja. Und das finde ich, das spricht ja auch irgendwie für ihn und dass sie das im Auge behalten und sich nicht beeinflussen lassen von außen und sagen, ach fuck it, wir bringen das jetzt raus, schnell, schnell, sondern nee, sie machen weiter, sie halten ihr Ziel im Auge, das finde ich total cool. Auch wenn es der einem Teil der Community eben wehtut und wenn sie sagen, oh, das ist scheiße, ich will das aber jetzt haben und nicht erst in 3 Jahren oder so. Ja, wobei ich mal gelesen habe, auf Reddit schrieb einer, hey, achtet mal auf euren Ton. Also ein CRG-Mitarbeiter hat das geschrieben. Nur, dass wir hier nicht antworten, heißt es nicht, dass wir es nicht lesen. Und das, was ihr hier schreibt, das beeinflusst auch unsere Motivation. Natürlich. Und das tut auch weh. Wir lesen das, da sind ja auch nur Menschen, die versuchen, was umzusetzen. Und natürlich, es klappt einfach nicht immer alles auf einmal, dass gerade in der Neuentwicklung, wenn die was ganz Neues machen und nicht ein Battlefield 5, das fünfte Mal rausbringen, wo sie genau wissen, wo sie ansetzen, wo die Probleme sind. Und selbst Battlefield 2044 haben sie auch verkackt, hat ja auch nicht geklappt. Das Ding wird wahrscheinlich eingestampft, da passiert auch nicht mehr viel mit dem neuen Battlefield. Also selbst da hat es noch nicht mal geklappt, dass sie an den alten Sachen hängen geblieben sind. Ne? Und gerade bei einer Neuentwicklung bei Star Citizen ist es ganz normal, dass es mal einen Schritt nach hinten geht, da muss man nicht immer gleich die Fackeln rausholen und dann den Laden abreißen oder irgendwas schlecht machen. Weil wie du schon gesagt hast, da sind ganz normale Menschen, wie zum Beispiel der OC ist am Start, der MMO ist am Start, der Space Duck ist am Start. Und wenn ihr dann die ganze Zeit eure Arbeit niedergemacht wird im Spektrum oder was weiß ich, dann ist es doch sehr schade. Weil das lesen die Leute und auch auf Reddit lesen die auch die Leute die Sachen, die Einträge, die wir schreiben, das ist sehr schade. Und guckt mal gerne bei den AstroSam vorbei. Das ist einmal der Link auf seinen YouTube-Channel, wenn ihr Bock habt auf richtig coole, tiefgreifende, sag ich mal, Formate zu Star Citizen, aber auch andere Formate. Schaut mal gerne rein, lasst mal gerne ein Follow, da wäre eine sehr, sehr nette Geste, ihr Lieben. Ja, danke, auch wenn da im Moment nichts passiert. Naja, das trotzdem, das kann ja auch wieder kommen. Also ein Follow kann man ja da lassen. Finde ich immer ganz gut. Also wer diese Videos, die habe ich ja auch, sehe ich auch so ein bisschen als Bibliothek, weil ich selber vergesse eben auch Themen, tatsächlich. Und da gucke ich mir meine eigenen Videos an und denke, ach, so war das. Und deshalb habe ich auf meinem Discord eben auch eine Bibliothek angelegt, so eine Art Stichwortverzeichnis, cool, wo man dann gucken kann, so welches Thema ist wo und dann gibt es dort direkt einen Link auf das Video und dann kann man sich nochmal zu einem Thema informieren. So, und dann, ja, dafür finde ich, wie du schon sagst, den Kanal auch ganz wichtig. Ich habe zwischendurch ein paar Videos gelöscht, weil die Urheberrechtsthematik immer schwieriger und immer gefährlicher wird. Und ich bin angesprochen worden, warum, also dass meine Videos ja eigentlich nur noch so eine Art Blog-Charakter hätten. Ich habe früher eben viel mehr Videos eingebaut als Erklärmaterial, also YouTube-Videos und habe auch eben externe Musik mit eingebaut. Aber ich habe immer alle Quellen eingefügt und so weiter und wirklich im Video, im Abspann, in der Erklärung. Aber es ist nicht auszuschließen, wenn ich nicht die dedizierte Freigabe habe von dem Betreffenden, den ich hier zitiere, dass dort jemand ankommt und sagt, ey, das darfst du aber nicht. Und dann kriege ich da irgendwie eine Blutgrätsche und deswegen mache ich das nicht mehr. Hast du schon mal eine bekommen? Nee, noch nicht. Aber ich möchte es von vornherein vermeiden. Ich habe mich eben als YouTuber als Creator mit dem Thema Urheberrecht beschäftigt. Es gibt da noch keinen Präzedenzfall, zum Glück kann man ja sagen, aber von Seiten der Rechtsprechung wird da ja immer mehr gedreht und habe da gar keine Lust drauf. Und deswegen habe ich von vornherein eben auch Videos, wo ich zum Beispiel einen Urheberrechtsanspruch eines Titels bekommen habe, der definitiv
nicht urheberrechtsgeschützt ist, der ist trotzdem irgendwo geclaimt worden. Das habe ich dann gelöscht, das Video. Und ich hatte das schon gehabt. Oh. Ich habe schon eine reinbekommen auf YouTube. Okay. Hatte ich damals die Inferno, die kennst du ja, die Ares Inferno mit dieser Gatling drauf. Und es gibt ja das Warzenschwein A210, ne, mit der Augdrinne, ne? Und dazu gibt es ein schönes 3D-Modell, wie das Ding funktioniert in der 3D-Animation, ne? Und dann habe ich das eingebaut in mein YouTube-Video, weil ich damit die Inferno erklären wollte mit der Gatling vorne dran. Und da habe ich einen Strike für bekommen. Oha. Ja, ich meine, das ist ja noch das Geringste, ne? Wenn sie dir deinen Kanal sperren, ist jetzt bei dir nicht so schlimm, weil du hast auch noch deinen Twitch-Kanal, das wird deine Haupteinnahmequelle sein. Für mich wäre es ein Desaster. Natürlich, gar keine Frage, klar. Aber sowas war ja. Ja, ich habe kein anderes Standbein. Und wenn es ganz doof läuft, kommt noch jemand um die Ecke. Ich meine, gut, ich habe eine Rechtsschutzversicherung extra, weil ich einfach, ich weiß nicht, ob das rausgeschmissenes Geld ist, aber ich möchte einfach für den Fall der Fälle wissen, so, ich kann jederzeit hier auf meine Rechtsschutzversicherung zurückgreifen. Ja, auf das habe ich auch. Berufsrechtsschutz, dass ich da safe bin. Aber wenn es doof läuft, kommt hier nur um die Ecke und verklagt dich. Und dann hast du da auch erstmal wieder Stress und das möchte ich nicht. Und deswegen gibt es eben auch so gut wie keine eingebetteten Videos mehr von meiner Seite. Das zehrt auch am Spaß, muss ich sagen. Erstellen der Videos, weil es früher diese kreative Arbeit eben auch und das Einbauen dieser Videos und der Community etwas zu transportieren, das ist eigentlich so einer der Kernpunkte der Motivation dieser Videos. Und nur das reine Übersetzen ist gar nicht so toll. Ja, genau, dass eben das Zusammensuchen, das Zusammenschneiden, das Fertigmachen, das macht einfach am meisten Spaß, da bin ich bei dir. Ja. Also ich fand es tatsächlich auch sehr schade, dass sie mir da einer reingewirkt haben. War gerechtfertigt, weil was soll ich sagen? Ja, was natürlich, ich hätte natürlich nachfragen sollen, darf ich das AUG-Videomaterial benutzen? Habe ich natürlich nicht gemacht. Hab's genommen, hab's nochmal neu aufgenommen, über OBS habe ich dann reingedödelt. Ich benutze ja tatsächlich auch DaVinci, also ich benutze genau das gleiche Schneideprogramm seit Ewigkeiten. Das ist super gut und ist auch viel, viel besser. Ich habe manchmal Probleme mit dem Ton, dass er dann mir was wegschneidet, aber das ist selten. Genau, also da haben die mir mal eine reingewirkt. Aber das ist, wie gesagt, bei mir nicht so schlimm. Ist auch nur ein kleiner Kanal, den ich habe auf YouTube. Das ist ja jetzt nichts Großes bei mir, ne? Wie bei dir jetzt. Das ist ja schon eine ganz andere Hausnummer. Aber du hast da keine weiteren Konsequenzen gehabt, sondern das ist einfach ein Strike. Ja. Und von denen darfst du ja, glaube ich, 2 oder 3 haben, bevor sie den Kanal wirklich sperren, richtig, oder? Genau, korrekt. Jetzt kriegst du einen Strike, das war's dann erstmal. Aber du darfst dann ganz normal weiter Videos machen, die waren dann einfach nur darauf hin. Bis dann besteht der Strike und dann verfällt der Strike. Ich weiß gar nicht, wie es denn weiter ist, wie es denn ist mit dem dritten Strike. Das kann ich dir gar nicht hundertprozentig genau sagen, ob das ist so auf YouTube. Da gibt es mit Sicherheit irgendwo ein Regelwerk, was man nachlesen kann. Genau, richtig. Aber schön ist das nicht. Und wie gesagt, ich greife dem da vor und nehme Videos wieder runter, die dort irgendwo gefährlich sind. Du hast wahrscheinlich auch das Video nicht so wie, also ich baue ja immer die Videos so ein, dass sie verkleinert sind. Ich habe ein Hintergrundvideo als Star Citizen Video und als Fenster blende ich so ein Erklärvideo ein. Und das kann, glaube ich, der Algorithmus auch nicht so gut erkennen. Du hast es wahrscheinlich komplett 1:1 eingebunden. Hatte ich 1:1 eingebunden, genau richtig. Und dann greift der Algorithmus. Ich hatte mal so ein Thema, da habe ich Schwein gehabt. Da habe ich von Red Bull ein Star Citizen Video übersetzt, eine Doku. Und das wurde dann einfach als deren Eigentum geclaimed, was auch komplett in Ordnung war. Ich habe es dann auch gelöscht, weil ich dachte, ich Idiot. Aber da greift dann eben der Algorithmus, genau wie bei der Musik. Und dann kriegen die einen Hinweis, hier ist ein Video von euch. Vielleicht hat das denen aber gefallen, weil es, ja, ich habe es halt in der üblichen Qualität übersetzt. Ja, dann sehen die das vielleicht gar nicht so schlimm an, das ist richtig, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich die mal anschreibe und sage, hier, ich kann eure Videos übersetzen, wollt ihr dafür Geld bezahlen? Du wirst lachen, ich hatte tatsächlich mal die Chance gehabt, mit Red Bull tatsächlich zusammenzuarbeiten, aber es ging nicht, weil ich hätte nach Berlin ziehen müssen, also das hätte wirklich einen Umzug tatsächlich mit beinhaltet. Und die hatten die Idee gehabt, dass ich tatsächlich deren Creator-Programm unterstütze. Also ich wäre dann nicht den direkten Creator, aber ich würde tatsächlich mit im Creator-Umfeld arbeiten tatsächlich. War geil, hatte ich mich sehr, sehr gefreut über das Angebot. Hatte ich auch mit Jasmin alles durchgesprochen, aber ey, dann war es, nee. Jasmin arbeitet direkt beim NDR, ich war viel, wir haben echt gute Jobs so gesehen nebenbei. Ja. Und dann wäre das natürlich wirklich ein großer Umschwung. Und ob es denn das wert ist, ist natürlich so eine Sache. Aber das war wirklich sehr interessant.
War ein sehr, sehr interessantes, geiles Angebot. Und ob das jetzt eine vertane Chance ist, kann man natürlich so nicht sagen. Ich lebe ja immer nach der Devise Chancen. Es gibt keine vertane Chancen. Es gibt immer wieder was Neues. Richtig, richtig. Und du hast deine Entscheidung getroffen und wer weiß, wozu es letztendlich erst gut gewesen ist. Mhm. Also das kommt immer darauf an, was für ein Risiko damit auch einhergeht. Wie du sagst, ne? Veränderungen für die Familie und so weiter. Genau, das sind ja auch viele also nachfolgende Effekte. Was für Auswirkungen hat das auf die Kinder? Neuer Kindergarten, weiß ich nicht, wie alt deine Kids sind, neue Schule, wie auch immer. Natürlich alles Veränderungen des Freundeskreises und so weiter. Also ich kenne das, mein Vater ist so ein Karrieretyp gewesen. Ich bin alle 2 Jahre umgezogen und das ist wahnsinnig belastend. Mhm. Und deswegen habe ich auch trotz verschiedener Karriereperspektiven immer gesagt, ich ziehe nicht um. Das hat mich letzten Endes, was du gerade sagst, letzten Endes Karrieren gekostet, aber wer weiß. Wer weiß, genau richtig. Ne, wer weiß, was passiert wäre. Mhm. Ich habe jetzt hier meinen Job, ich bin 20 Jahre in derselben Firma, mein Sohn ist hier fest verankert und hat seinen Freundeskreis, kennt seine Schule und ich finde, das ist viel wertvoller, als immer dem nächsten Karriereschritt hinterher zu jagen und wieder umzuziehen und wieder umzuziehen. Also das ist etwas, was ich persönlich meinem Vater sehr, sehr nachtrage. Mhm. Nie Rücksicht auf die Familie genommen zu haben. Das ich finde, das ist schwierig. Ne? Das sollte man echt absprechen, solche Sachen. Und wir haben darüber nachgedacht und haben uns dann dagegen entschieden, weil das wäre einfach ein zu krasser Aufriss. Dafür war es nicht notwendig. Weißt du, wir haben 2 Jobs, ich habe dann auch noch Twitch und den ganzen Kram, was mir sau viel Spaß macht. Die Notwendigkeit war nicht gegeben, dass ich jetzt irgendwie arbeitslos war und ich habe was gesucht. Weißt du, das war nicht die Notwendigkeit da. Deswegen haben wir uns dann eben dagegen entschieden damals. Was auch voll okay war. Klar wäre das eine geile Sache gewesen. Der kleine Fexi bei Red Bull im Creator-Umfeld, das wäre schon fett. Klar ist das interessant gewesen. Hätte ich vielleicht eine krasse Erfahrung sammeln können. Aber die Frage ist, was gibt es denn dafür auf oder was ist dafür, was passiert dadurch? Ne? Deswegen, das Risiko wollten wir damals nicht eingehen. Und das war voll okay. So, da kann ich auch gut mit leben. Ja, das ist doch genau die richtige Entscheidung. Irgendjemand hat gerade gefragt, ach da, Papa 64, ob CRG Übersetzer sucht. Tatsächlich, die haben eine Zeit lang Übersetzer gesucht. Hatte ich mich auch beworben, aber haben mich nicht genommen. Insofern, ja. Wer nicht will, der hat schon. Es war auch, glaube ich, von vornherein nicht mit wirklich Erfolgsaussichten gekrönt, weil ich denen von vornherein gesagt habe, ich ziehe nicht nach Frankfurt. Ja. Ich arbeite remote und kann mir vorstellen, eben regelmäßig zu euch zu kommen. Aber ich denke mal, da bin ich von vornherein schon mal aussortiert worden. Ja, das ist tatsächlich schwierig, wenn du denn nicht umziehen willst. Wie gesagt, bei mir so ein ähnliches Ding, ne? Ja. Kommt drauf an, für welches Schiff mal, lieber David. Schön, dass du reinguckst. Ob Warbound schon vorbei ist, ist eine gute Frage. Kommt wirklich auf das Schiff drauf an. Was hat er gefragt? Ob hier Warbound. Werden die Warbound nochmal. Achso, nochmal kommen. Du kannst davon ausgehen, dass jetzt nochmal am Ende, die letzten 2 Tage, nochmal alle Warbound-Angebote kommen. Also C2 Warbound. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt im Angebot jetzt da war, die C2. Wenn ja, dann wird es wahrscheinlich jetzt nochmal am Ende der letzten 2 Tage kommen. Da werden sie die Warbounds vergünstigen Sachen nochmal reinhauen. Aber Warbound mit LTI gibt es eigentlich immer nur das erste Mal, wenn das Schiff verkauft wird in der Konzeptphase. Danach gibt es nachher keine Warbound-Sachen mehr mit LTI. Das ist dann nachher Vergangenheit. Und mit Warbound kannst du eigentlich nur echtes Geld sparen. Bedeutet, wenn du jetzt Warbound was Neues kaufen möchtest, zum Beispiel ein Cross-Chassis-Update, dann kriegst du das vielleicht 10 Euro günstiger oder 15 Euro, manchmal auch ein bisschen mehr, dass du dann neues, frisches Geld investierst. Und dann machst du natürlich das kleinste Update, wo du am wenigsten Geld investieren musst, frisches Geld, um das meiste rauszuziehen. Und diese Warbound-Upgrade-Kits, die gibt es jetzt nochmal, die letzten 2 Tage sollen die nochmal alle kommen. Dann kannst du das nochmal ganz entspannt angucken. Die werden auch nicht weg sein, wenn du das meinst. Und mit den anderen Warbound-Konzeptkram, das ist nur einmal, wenn das Schiff das erste Mal verkauft wird. Ja, können wir jetzt gerade die Mule. Ja, genau, richtig. Ich denke mal, dass die Buccaneer vielleicht heute noch reinkommen könnte, auch noch mal als Warbound-Crusher. Oder irgendein Schiff werden sie heute noch mal reinbringen. Die haben ja mal so einen 24-Monats-Rhythmus gehabt und da ging das dann immer ab. Ja, um 18 Uhr morgen, um 18 Uhr kannst du davon ausgehen. Wie gesagt, kannst du davon ausgehen. Ich weiß ja auch nicht alles. So gesehen, was im Spektrum abgeklärt war, ab 18 Uhr kommt der Change dann nochmal, dann ist alles offen, dann kommt das Finale nochmal, das große Finale um 18 Uhr morgen und dann sollten die Warbound-Sachen nochmal drin sein. Yes! Gibt so, ist so ähnlich wie bei der IAE, ja, dass es nochmal so ein Finale gibt, wo alle Hersteller nochmal dann im Angebot sind sozusagen. Genau, kannst du auch also nochmal alles ankaufen. Du kannst auch dann zu der Messe hinfahren, da hast du nochmal die Terminals, kannst nochmal alles durchmieten, Astro. Ich
guck gerade mal, ich sehe, dass der Banger Carrier bei dir ist. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich habe dich gar nicht als Freund. Bist du gar nicht mein Freund? Ich bin noch nicht mal online. Ach. Das ist ein aufgenommenes Video, was ich vorher, das habe ich sogar auf dem PTU aufgenommen. Ich glaube, das funktioniert. Ach du Schlingel. Aber wir können gerne ins Verse reingehen. Vielleicht kommt Icy oder so auch noch dazu. Können wir gerne gleich machen. Aber ich habe noch nicht den Bengal Carrier gesehen dieses Jahr. Das es ist funktioniert ja auch nicht gut. Es funktioniert auch nicht gut. Hast du? Nee? Mhm. Ach so. Schade. Ich wollte noch schöne Aufnahme für die Verse Night haben, aber. Ach so, sag mal. Verse Night, ne? Community. Hau mal wir Link suchen raus. Immer Aufnahmen. Faxi, wir suchen immer Aufnahmen. Echt jetzt? Also, wenn du Aufnahmen suchst, du kannst alle meine Aufnahmen haben. Du, ich brauche nur Google Drive, dann ziehe ich dir das hoch. Das ist, okay. Ich mache auch Game-Aufnahmen. Ich habe zweimal OBS laufen. Einmal ganz normal OBS zum Codieren, wenn natürlich nach Twitch hoch. Dann mache ich noch eine zweite OBS-Instanz auf, wo ich dann nur Spielaufnahmen mache. Das war quasi alles, wo ich auch gestreamt habe, die ganzen Aufnahmen. Ich nehme viele, viele Sachen nebenbei auf tatsächlich, wo keine Lert drin ist, wo ich nicht reinspreche oder das reines Bildmaterial ist. Also das nehme ich tatsächlich im Laufe des Streams mit einer zweiten OBS-Instanz auf. Ah ja, okay, das ist ja cool. Also ja, sehr, sehr gerne. Schick mir den Link. Google Drive, dann lade ich dir ja gerne was hoch, klar. Ja, ich muss auch gucken, ich habe noch kein Google Drive eingerichtet, aber das sollte ja nicht zu schwer sein. Nee, oder das ist irgendwie in diesem. Ich guck mir das mal an, dann genau. Gebe ich dir einen Link. Mach in Ruhe. Also, das hatten wir damals auch gemacht. Bei der V-Fan-Seite, da haben wir dann auch Bildmaterial hin und her geschubst für die Videos, die wir dann produziert haben. Und das ging super gut mit Google Drive tatsächlich. Ja, cool, dann mache ich das mal. Kostet auch nichts. Also, ist jetzt nicht so, dass du dafür Geld haben musst. Also, das kannst du einfach einrichten. Und da hast du schon, glaube ich, 50 GB frei oder so. Ich muss zugeben. Ich wollte eigentlich mich immer von Google fernhalten, aber ich bin da so rein, die haben mich so assimiliert. Was willst du machen? Ist doch alles der gleiche Kram. Microsoft, Google, Amazon, ist doch alles der. Die haben ein cooles Konzept. Also ich bin, erstmal habe ich dann irgendwann eine neue E-Mail, ich wollte eine neue Junk-E-Mail-Adresse haben. Und dann habe ich mir eine Junk-E-Mail-Adresse. So, dann habe ich mir eine Gmail-Adresse angelegt. Und dann habe ich die erstmal so peripher genutzt und dann habe ich die aber für immer mehr Aktivitäten genutzt und habe ich kennengelernt, auch die haben da einen Kalender und ja, so einen kompletten Organizer hinterlegt und so. Und inzwischen organisiere ich mich echt über Gmail und Google und selbst einen Passwortmanager habe ich da jetzt eingerichtet. Ich habe extra mir so einen Schlüssel von Google schicken lassen mit so einem Fingerabdrucksystem. Krass, ich wollte das nicht, aber die haben einfach ein gutes, stimmiges, benutzerfreundliches Konzept. Deswegen habe ich wahrscheinlich diesen Google Drive schon. Das ist dann der nächste Entwicklungsschritt. Und werde mir das dann mal angucken. Ja. Kannst du machen, ist ganz super. Also da musst du nicht. Wirst du ganz schnell sehen, dass das funktioniert super, super gut. Du hast recht, Woody, die Messe, die ist zu. Ich habe das auch gerade geschrieben. Es ist jetzt die Drake-Messe offen. Wenn du jetzt zum Beispiel beim Flyport angekommen bist, also am Spaceport, dann gehst du nicht links runter zu den ganzen Space Shuttle, du gehst rechts runter, dann siehst du auch schon Drake. Willkommen bei Drake in der Drake-Messe. Also wenn du genau am Spaceport bist, rechts runter, nicht links runter, und dann kommst du direkt zu der Drake-Messe. Können wir auch gleich gerne mal hingehen, wenn du magst. Kann ich dir gleich gerne zeigen, Woody. Aber tatsächlich ist die normale Messe mit den anderen Manufakturen, die ist erstmal dicht. Die geht ab morgen wieder auf. Da wird da wieder ein bisschen Action sein. Drake ist einfach kontrovers zu den anderen Manufakturen. Die machen ihr eigenes Ding. Das machen sie schon seit Ewigkeiten von der Lore-Geschichte her. Und da sie so kontrovers aufgebaut sind, halten sie immer so ein bisschen Abstand zu den anderen Manufakturen und haben ihr auch ein bisschen ihr eigenes Messegelände. Ne? Deswegen ist ganz interessant. Witzig, was sie so alles ja, mit einbauen und berücksichtigen. Wahnsinn, ne? Das finde ich immer wieder cool, ja. Hey Jubel, Idi Jubel, grüße dich, schön, dass du reinguckst. Ja, auch einen wunderschönen guten Tag, grüß dich mal lieber, moin moin. Genau, richtig. Kann ich auch gerne gleich nochmal zeigen. Ich gehe auch gleich nochmal richtig ins Game rein. Ich wollte einfach nochmal ein paar coole Aufnahmen mitnehmen, die wir hatten tatsächlich auf dem PTU, weil das lief zum Teil leider auf dem Live nachher nicht mehr so gut, weil der Ansturm so groß war, was natürlich auch perspektivisch darauf ja auch wieder eine gute Sache ist. Die Leute waren da, die Interesse waren da, wir hatten wirklich gute Warteschlangen gehabt. Gute Warteschlangen klingt erstmal blöd, aber da merkt man ja, dass die Leute Bock haben und CIG hat ja schon ein bisschen aufgestockt mit dem ganzen Kram. Wir haben ja versucht, dagegen anzugehen und dennoch waren wir Warteschlangen von einer halben Stunde gehabt, das fand ich geil. Also habe ich mich gefreut drüber, weil die Interesse da war, ne? Fand ich cool. Aber das hat sich jetzt aufgelöst, ne? Also ich habe jetzt keine Warteschlangen mehr gehabt die letzten 2-3 Tage.
ob sie das jetzt serverseitig hingekriegt haben oder. Ich glaube, es ist auch ein bisschen entspannter geworden tatsächlich. Oh, okay. Ja. Wo kann man die Geschichte von Drake, da fragen wir mal kurz den guten Astro, hast du da mal was gemacht? Da ist doch ganz viel Lore-Sachen. Nee, Lore habe ich gar nicht gemacht. Nee. Das hat Knusper hat ganz, ganz viel Lore gemacht. Mhm. Ich glaube, das kann man auch immer noch abrufen auf seinem Kanal. Genau, guck mal bei Knusper rein oder einfach eingeben bei YouTube Star Citizen Lore-Geschichte Knusper. Dann kommst du da wahrscheinlich direkt rauf und dann auf Drake. Der hat da sehr viel gemacht, ja. Ich habe von Anfang an immer nur Tech gemacht. Also das war ja auch mein Einstieg, dass ich, damals hatten wir noch diese ATVs, die ja teilweise Stunde lang waren und die so vollgepackt waren mit Tech-Informationen, dass ich gedacht habe, Alter, sind die bekloppt? Das können die doch nicht einfach so raushauen. Das war der Anfang, wo ich gedacht habe, ja, ich erkläre der Community mal, was die hier eigentlich erzählen. Ja, das war krass. Ja. Der ATV, den vermisse ich tatsächlich, oder? Den hatten wir zwischendurch Calling Your Deaths oder sowas. Und dann hatten Calling wir All Deaths, ja. Genau, da hatten wir, Star Citizen Live haben wir, da hatten wir den Pillar Talk gehabt, den gab es aber auch nicht so häufig. Ich hoffe ja, dass sie nochmal ein schönes Format rausbringen, was beständig ist, ne? Dass sie da nochmal was Schönes machen. Na gut, jetzt haben wir den Inside Star Citizen, da haben wir den CIG Live, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber mal gucken, die haben ja gesagt, dass sie da nochmal was drehen wollen am Format und dass da vielleicht nochmal was anderes kommen könnte mit dem Format. Bin ich mal gespannt. Hey Richthofen, Grüße. Ja, ich glaube, das Inside Star Citizen ist so für den Großteil der Community genau richtig. Mhm. Also hauptsächlich Eye-Candy und so ein bisschen eingestreute Tech-Infos, aber wirklich nur ganz an der Oberfläche. Aber dieses so ein Format, wo man tiefer reingeht, wenigstens eins, es müssen ja nicht wieder sein, hier mit diesem Mittwochs, wo sie die ganze Code-Basis irgendwie auseinandergenommen haben. Wie hieß denn das nochmal? Mit dem Mark Abend. Das war Bugsmasher. Bugsmashers, ja, genau. Ja. Das muss ja nicht sein. Aber noch nur eine Sendung, Calling All Deaths, fand ich cool. Fand ich auch cool. Warum haben sie das abgesetzt? Verstehe ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht doch, weil sie die Leute unterbrochen haben während der. Ich weiß es nicht. Das ist so ein bisschen meine Fühle. Vielleicht. Also, dass sie gesagt haben, okay, die mussten. Also, Jared musste erstmal die Leute suchen, die Leute, die Bock haben, das Thema raussuchen. Dann mussten die Leute Zeit haben. Ich glaube, er läuft sogar heute noch sehr lange hinterher, um Leute nachher auch für sein Calling All Deaths, glaube ich, oder nicht Calling All Deaths mache ich jetzt nicht für sein CIG Live. Ja, genau. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht so einfach, eine Sendung aufzubauen, weil er muss natürlich gucken, dass die Leute verfügbar sind und dass sie Lust haben. Ne? Das ist tatsächlich auch sehr schwierig. Ja, kann ich mir vorstellen. Er lässt das so im versteckten Nebensatz dann auch nochmal fallen. Keiner hat Bock, ich muss wieder suchen. Dass da auch dieses Calling All Deaths letzten ist gescheitert ist, weil sie gesagt haben, ey, das sind ja auch im Regelfall keine Streamer oder Leute, die gerne so frei von der Leber erzählen. Genau. Ich bin ja selber seit 20 Jahren in der IT tätig und das ist schon ein eigener Typ Mensch. Ja. Also so ein richtiger verkopfter Programmierer, selbst den beim Mittagessen aus seinem Thema irgendwie rauszukriegen, ist extrem schwer. Mhm. So. Das stimmt, weil der denkt die ganze Zeit an die Sachen, was er denn leicht weitermachen will und dass er den Kontext nicht verliert, das ist richtig. Ja, deswegen glaube ich tatsächlich, dass das so ein bisschen rausgegangen ist, dass es damit so ein bisschen zusammenhängt und jetzt versucht er natürlich den CIG Live am Leben zu halten, was ja auch ganz gut funktioniert. Und das ist ja auch ganz geil, wenn du einen Wochenüberblick reinguckst, der CIG Live Thema, wir haben noch keine Gäste, Zoon kommt noch. Dann weißt du genau Bescheid, der arme Jared, der muss wieder irgendwelche Leute befragen, die Bock haben. Ja, der ist Gold wert, der Typ. Das darf man echt nicht, wie soll ich sagen, unter den Teppich kehren, sagt man glaube ich. Mhm. Also der hat so mega viele Jobs in Personalunion und ich frage mich immer, wie der das alles wuppt, weil der ist ja Sprachrohr zur Community, der macht diese ganzen Videos, ich glaube auch Marketing, ich denke auch, dass der bei Chris Roberts gewisse Dinge einsteuert, was er rausbringen darf, was er nicht rausbringen darf. Und er sagt ja auch häufig genug, ja komm, letzten Endes werden sie es wieder auf irgendwie, muss ich es auskämpfen. So, werden sie mich dafür wieder verhauen, wenn sie ja was Falsches erzählen. Jetzt habe ich nicht in Hangar geachtet, Hangar 1. Also ich wundere mich immer, was der alles alleine wuppt. Das wäre schon sinnvoll, wenn sie den mal ein bisschen unterstützen würden mit ein, zwei Leuten mehr. Ja, die auf jeden Fall auch da so richtig in der Thematik drin sind. Die haben ja zum Beispiel Ulf, aber die sind ja mehr Community-Manager, die machen ja so
mit der Sendung nicht richtig was. Ne? Da gebe ich dir schon recht mit Inside Star Citizen, Calling, All Devs, CIG Live und was die dafür noch machen wollen. Die nehmen dafür auch das Geld ein, davon sind ja die ganzen Subscriptions da. Also wenn ihr Subscriber macht, zum Beispiel bei Star Citizen, da gibt es ja, dass man dafür dann eben monatlich Geld bezahlt, dann kriegt ihr als Dankeschön ja ein paar Sachen, zum Beispiel könnt ihr in der ersten Welle dabei sein, auf dem PTU, ihr kriegt irgendwie einen Hangar-Flair, was ihr euch angucken könnt oder was ihr anziehen könnt oder eine Waffe. Also ihr kriegt ein paar kleine Schmankele. Dafür aber eigentlich ist die Kohle dafür da, die sie über die Subscriptions einnehmen, um die Sendung zu stemmen. Ne? Das ist natürlich. Oder auch, zum Beispiel auch den Dings. Ne? Hier die CitizenCon oder die ganzen Sachen, die auch noch dazu kommen, ist natürlich auch sehr viel Arbeit. Die CitizenCon bin ich mal sehr gespannt, was sie dieses Jahr machen werden. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Sie haben ja gesagt im Letter for the Sherman, dass die CitizenCon nicht ganz so krass sein wird, weil sie sich einfach auf 3.18, 3.19 und 4.0 konzentrieren möchten. Und deswegen gibt es auch keine Keynotes diesmal. Aber es ist auch trotzdem noch das 10-Jährige. Ne? Es ist ja eigentlich, also ich glaube, ich bin richtig. Ne? Das ist doch das 10-Jährige eigentlich, ne? Vom Ding her. Ja. Ne? Genau. Also sie haben 10-Jähriges. Das ist ja der Grund, weshalb sie das überhaupt machen. Ich glaube, sonst hätten sie es ausfallen lassen. Aber ich glaube, das wollten sie sich dann doch nicht geben. Ja, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das wäre sonst blöd, gerade beim 10-Jährigen. Ja. Irgendwas werden die ja wahrscheinlich was Kleines machen, das denke ich auch. Das ist ganz simpel, Freddy, der Stuhl, ne, der hintere Stuhl bei der Corsair, der kann runterfahren unter den Cockpit. Das heißt, du hast so gesehen, auch wie bei der Cutlass und bei der Caterpillar sind die erstmal hintereinander. Da hast du aber bei der Corsair den Vorteil, dass der Stuhl irgendwann über Schienen runtergefahren wird. Dann ist er unter den Piloten, hat dann quasi darunter eine super Übersicht und kann auch alles abschenken. Das ist der Grund für die, dass er dann so flexibel ist, der Stuhl in der Corsair, dass er einfach runterfahren kann. Das ist das Geheimnis. Er wird nicht hochgefahren wie bei der Cutlass, dass er dann rüber gucken kann. Bei der Caterpillar kriegst du eh die ganze Zeit auf dem Rücken vom Piloten. Und bei der Corsair gehen die Gott sei Dank einen Schritt weiter. Da wirst du runtergefahren unter den Piloten und hast eine komplett coole Rundumsicht, kann man so sagen. Ne? Der Corsair, hilf mir weiter. Das ist doch das Exploration-Schiff von Drake, oder? Genau, richtig. Das ist dieses Exploration. Ich kann euch das mal kurz zeigen, wenn ihr wollt. Ich mache hier mal kurz Stopp. Das ist diese Schiff. Corsair ist das Schiff, was auch demnächst reinkommen wird. Ich denke mal, dies wird gar nicht mehr so weit weg sein. Da sind sie auch schon sehr weit tatsächlich mit diesem Raumschiff. Und bei der Corsair habt ihr tatsächlich, ich mache einfach mal die wird aber nicht ausgestellt, ne, auf dem Gelände. Ja, leider nicht. Die haben die Voucher zumindest ausgestellt. Das war schon ganz cool. Und das ist denn dieser Sitz hier. Das ist dieser Sitz, der fährt hier tatsächlich runter. Und wenn wir uns jetzt im Subscriber Vault angucken, dann siehst du auch, wie der Sitz hier runtergefahren wird. Also die haben die Game-Mechanik und setzen die Game-Mechanik tatsächlich um. Das siehst du bei den Bildern im Subscriber Vault, dass sie daran arbeiten tatsächlich. Also das wird funktionieren. Das bauen die um. Der fährt runter und dann kommt hier wahrscheinlich eine Platte und über die Platte kannst du dann vielleicht hinweggehen. Aber das weiß ich nicht, ob das so kommt. Wir können ja mal spaßeshalber, wenn wir gerade bei dem Thema sind, wir können ja mal im Subscriber Vault reinspringen. Ah, da habe ich gleich nochmal eine Frage. Gut, dass du da bist, mein Lieber. Nee, weil du beschäftigst dich auch sehr, sehr lange damit. Und jetzt will ich dich mal fragen, weil wir hatten da wirklich gestern ein sehr interessantes Thema gehabt. Da brauchen wir den Subscriber Vault. Gehen wir gleich mal kurz rein. Einmal kurz hier, den Subscriber. Wenn wir hier drinnen sind, dann sehen wir das hier auch sehr schön in diesen VIP-Bildern, dass sie den Stuhl dafür schon vorbereiten. Also das wird kommen, der Stuhl, der wird nach unten fahren. Die Frage ist nur, ob hier nachher eine Bodenplatte darüber gefahren wird oder ob da ein Loch drin ist. Also nach Drake-Manier würde ich so sagen, ist da ein Loch. Das ist eine gute Frage. Mich wundert das im Moment. Das ist auch irgendwie an mir vorbeigegangen. Bei der Constellation, da ist es ja mit dem Aufzug so, dass dieses Shot, dieses quasi Airlock zwischen außen und innen, das geht ja auf und zu, richtig, das ist richtig animiert. Richtig. Bei der C2 ist das nicht der Fall, da glitschst du einfach durch die Decke durch. Ich frage mich, warum? Warum haben sie das nicht animiert? Und dann kann ich natürlich jetzt in Richtung Drake gucken und sagen, wahrscheinlich werden sie es der Einfachheit halber einfach weglassen, weil sie sich sagen, ja, Drake, sparen wir Arbeit. Ja, ich denke tatsächlich, das lassen sie tatsächlich einfach weg. Das ist das Plumpsklo-Loch. Nein, ist das nicht Blackie. Nee. Sag mal, wo wir hier gerade so schön zusammen sind, warum haben die denn hier bei der Legionär den Fahrstuhl eingebaut? Was soll der? Echt? Was soll der? Hä?
Also wir haben da gestern schon ein bisschen rumphilosophiert. Ja gut, das ist ein Boarding-Raumschiff. Ist es wirklich ein Boarding-Raumschiff, wo wir auch vorne die Nase haben, wo wir nachher auch über das Airlock andocken können? Mit der Legionär ist auch sehr schick und alles sehr cool. Dann haben wir die Jumpsuits, wenn wir zum Beispiel Turbulenzen fliegen, dass wir nicht irgendwo uns wehtun. Dann haben wir die hintere Rampe, auch cool, dass wir raus können. Dann haben wir nach vorne nachher den kleinen Tunnel, dass wir da durch können, durch die Luftschleuse. Aber was soll das Ding hier? Ja, kann ich dir nicht sagen. Sie haben ja, also, weiß ich nicht, vielleicht wollen, also vielleicht hätten sie da negatives Feedback bekommen, wenn man überhaupt gar keine Übergangsmöglichkeit gehabt hätte, ja, zwischen den einzelnen Ebenen. Also sie haben ja auch gesagt, dass sie auf Treppen zukünftig eher verzichten wollen, gerade bei den kleinen und mittleren Raumschiffen, weil die einfach zu viel Arbeit und zu viel Raum einnehmen. Ich hätte das jetzt wahrscheinlich so gelöst, wie bei der, wo wir gerade bei der C2 sind. Bei der C2 läufst du doch einfach hoch, dann bist du das einmal den Fahrstuhl bei der C2 und du ja auch mit den zweiten und die Leiter. Ich hätte ja einfach eine Leiter in die zweite Etage gebaut tatsächlich. Naja, gut. Absolut richtig, bin ich total bei dir. Mich nerven auch diese Aufzüge. Also gerade bei C2, mit der ich sehr regelmäßig unterwegs bin, das ist so meine Homebase, meine C2. Dieser Aufzug. Da hatte ich letztens so ein Erlebnis. Ich stehe auf Kriegsfuß mit dem Inventar, wie ihr wisst, wie du weißt. Und ich habe es wieder gebacken bekommen, mit dem Aufzug rauszufahren und festzustellen, oh scheiße, ich habe gar keinen Helm auf und war am Ersticken. Drücke in mein Inventar und stelle fest, ich habe keinen fucking Helm dabei. Und dann, wenn du am Ersticken bist und dieser Aufzug, der reagiert nicht, ey, da kriegst du Schreikrämpfe, da willst du einfach nur noch auf deinen... Da drückst du wie bekloppt, da willst du am liebsten auf den Monitor einschlagen. Du komm endlich, du Scheißaufzug! Oh. Und dann, ja, dann war's das. Ups, tot. Oder eine Sache, eine Rettung gibt es noch, zumindest noch, bis die neue Technologie drin ist. Du drückst Escape und lockst schnell aus. Die beste Rettung schlechthin. Oh, ich ersticke, alles dauert lange. Escape, Spiel verlassen, Menü. Wieder einloggen, dann bist du wieder auf der Station. Puh, das war knapp. Ja, also ich war halt auf dem Mond, ne? Also ja, dann wäre aber mein Raumschiff weg gewesen und das wäre alles weg gewesen. Schade, ja. Und das möchte ich gerne vermeiden, weil ich habe all mein Inventar, alles führe ich auf der C2 mit. Das ist besonders dann ärgerlich, wenn du sowas hast wie ich logge mich wirklich ordentlich aus. Mhm. Will mich dann beim nächsten Mal einloggen, funktioniert nicht, werde rausgeschmissen systemisch. Ja, ärgerlich, ja. Will mich wieder einloggen und dann wachst du auf deiner Homebase auf, ein Schiff ist weg, kannst ein neues bauen, Inventar weg, das ist blöd. Mhm. So. Tamarius, aber wir hatten ja mal den Helm damals gehabt, wir konnten damals den Helm tatsächlich auf Keybinding setzen, dann kam aber das physikalische Inventar raus, dann konnten wir das Keybinding nicht mehr setzen. Das geht ja leider nicht mehr. Ich habe dazu ja mal ein Video gemacht, ein kurzes Video, den Helm auf Keybinding setzt, wo er den an- und ausgezogen hat. Dann war er aber im Global Inventory drin und das haben die das alles geändert. Aber sie haben ja gesagt, sie werden das so machen, irgendwann auch an Astro. Dann wirst du den Helm nehmen und dann nimmst du ihn unterm Arm. Das heißt, du hast ein Keybinding, drückst drauf, dann nimmt er den Helm einfach nur noch unterm Arm und kann ihn wieder aufsetzen. Das ist wohl dann der nächste Schritt, der dann irgendwann kommen wird, hoffentlich. Okay. Aber generell bin ich bei dir, mein Lieber. Fühle ich genauso. Ich mache das am liebsten mit der Mercury Starbanner. Dass ich mir die mal fertig mache, dann packe ich da so meine 2-3 Fahrzeuge rein, die ich gerne haben möchte. Eine Dragonfly, ein Ursa Rover oder ein Cyclone. Dann nehme ich noch ein paar Sachen mit meiner Mercury zum Beispiel. Und dann düse ich auch ganz gerne mal durch ein Universum, dann auch über mehrere Tage hinweg. Ne? Wenn ich mal so 2-3 Tage einfach unterwegs bin, dann hoffe ich natürlich, wenn man ausloggt und wieder einloggt, dass dann alles noch so ist, wie es ist. Da bin ich bei dir, ja. Ja, also es funktioniert ja im Regelfall schon. Im Moment sind die Server stark ausgelastet, deswegen hast du wahrscheinlich auch diese Probleme, dass du hin und wieder einfach nicht reinkommst. Aber ich habe vorhin mitbekommen, das war der Zeitpunkt, wo ich deinen Stream eingeschaltet habe, dass du sagtest, die Mercury Starrunner ist nur bedingt geeignet, die alleine zu fliegen. Deswegen fliege ich mit dir auch ja eben nicht so gerne. Ich bin auch Air Trader, du bist ja Air Security, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wirst du dann später einen Buddy mit dabei haben, weil die Starrunner ist eigentlich erst dann effizient, wenn du mindestens noch einen Mitspieler mit dabei hast? Oder fliegst du die tatsächlich alleine? Die Mercury Starrunner habe ich nur, weil ich den Nightrunner-Skin habe. Jetzt muss ich zugeben, ich habe tatsächlich die Mercury Starrunner geschenkt bekommen von der Community damals. Deswegen danke nochmal. Ich habe cool. Weil ich den Nightrunner-Skin hatte. Ey, wenn du diesen Skin hast, dann brauchst du das Schiff, haben die gesagt. Ja. Und dann fliege ich die auch gerne durch die Gegend. Aber tatsächlich favoriere ich eher
Wenn es darum geht, ist meines Erachtens, ich mag nicht gerne Meta sagen in Star Citizen, aber das Meta-Schiff ist, wenn wir das böse Wort mal sagen möchten, ist tatsächlich die Taurus. Mit der Taurus zum jetzigen Patch könnt ihr alles machen. Ihr habt 174 Frachteinheiten, ihr habt ein Schmugglerfach mal dahingestellt, ihr habt sehr viel Fracht, ihr habt eine sehr gute Bewaffnung, die du alleine benutzen kannst mit 2x Size 5 und 2x Size 4. Du wirst nachher für die nächsten Patche unten den Traktorstrahl schon benutzen können, wenn die nächsten Patche kommen. Du hast eine sehr gute Feuerkraft. Das ist wirklich ein geiles, multifunktionelles Raumschiff, die Taurus. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch einigermaßen im Rahmen. Ist zwar teurer geworden auf $190, aber die Taurus, wenn es tatsächlich um das Schiff schlechthin geht, womit man viel machen kann zum jetzigen Patchstand, finde ich das Schiff super gut, die Taurus. Ja. Wie viel SCU hat die? 174 tatsächlich, ist echt viel für das Schiff. Für so einen Einsteiger, oder ich sag mal, ja, Einsteiger ist es jetzt nicht ganz, aber so als kleiner Trader. Ist schon cool, ja. Ja, auf jeden Fall. Nimmst noch einen NPC mit? Mhm. Später genau, richtig. Dann hast du ein richtig schönes, schnuckeliges Schiff. Und mehr brauchst du eigentlich auch später gar nicht. Gerade wenn du dich in diesen Bereichen aufhalten möchtest, dass du mehr alleine machen möchtest. Und du wirst ja auch Star Citizen auch nachher deine Freude alleine haben können. Natürlich zusammen mit anderen Leuten spielen macht immer mehr Spaß, gar keine Frage. Aber es wird nachher NPCs geben, du wirst nachher die Blade-Technologie haben. Aber generell würde ich dann nicht auf die großen Schiffe gehen. Ich würde dann nicht, ich muss eine Kraken haben. Ich muss unbedingt irgendwie die größten, fettesten Schiffe haben. Weil das wird dann nachher irgendwann nervig sein für die Leute, die einfach nur ein bisschen Spaß haben wollen und alleine ein bisschen das Verse genießen möchten, um zum Beispiel Exploration oder Mining oder so machen zu können. Dafür gibt es ja die Schiffe, die man sehr gut automatisieren kann nachher später oder die du auch sehr gut alleine handeln kannst. Dann würde ich einfach nicht die großen Schiffe tatsächlich favorieren. Genau. Also deswegen kann ich mich immer noch nicht so richtig von der Aquila trennen, obwohl ich ja die Carrick bei mir im Account habe. Ich sage, es ist so schwachsinnig, die Aquila zu haben. Mhm. Aber dann denke ich wieder, die 315p habe ich, wenn ich mal so alleine losdüsen möchte. Ja, genau. Die Aquila, die kannst du gut nehmen, wenn du vielleicht noch einen Mitspieler oder vielleicht zwei dabei hast. Aber die Carrick, die kannst du nicht mit zwei, drei Mann fliegen. Da brauchst du fünf, sechs Mann für. Und die mal zusammen zu kriegen, das wird dann schon wieder schwieriger. Deswegen habe ich immer noch die Aquila bei mir im Account. Das Einzige, wo ich dir die Hoffnung geben kann, du wirst die Carrick nachher schon deine Freude haben können, bis zu einem bestimmten Grad zumindest. Das hatten sie im letzten Q&A gesagt zu der Ryland. Das ist ja dieses Frachtraumschiff von den Shians. Da haben sie extra nochmal im Q&A reingeschrieben. Das sind ja auch bemannte Türme, dass wir die auch automatisiert laufen lassen können über NPCs zum Beispiel nachher. Du kannst natürlich sagen, okay, du hast nachher deine zweiseitigen Türme, da kannst du nachher einen NPC reinsetzen und dann geht das schon. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig. Also diese ganzen Multicrew-Schiffe siehst du auch so wenig. Wann siehst du mal eine Carrick und eine Retaliator siehst du nur, wenn eine Idris vernichtet werden soll. Der Retaliator fliegt sonst keine Sau, weil da geht es um die Torps, die abzuwerfen, dann fliegst du wieder nach Hause. Und das ist so schade, aber da merkst du tatsächlich auch, wo wir gerade bei diesem Thema sind, was so interessant ist, dass CIG ja gerade mit der ganzen Roadmap-Update oder auch was sie jetzt im Progress-Tracker haben, dass sie so ein bisschen auf diese KI gehen wollen. Die wollen wirklich die KI schlauer machen, die wollen die besser, dass sie funktioniert und dass wir wirklich vielleicht in ein Jahr oder in anderthalb Jahren wirklich unseren ersten eigenen NPC-Crew-Mitglied vielleicht sogar haben können. Und das wäre doch cool. Mhm. Das wäre cool. Auf jeden Fall. Also ich denke auch, ich freue mich, wie wir alle wahrscheinlich, wahnsinnig auf Server-Meshing und Pyro und so weiter, weil dann macht es endlich Sinn, sich wirklich 5, 6 Leute zu schnappen und Exploration zu betreiben und da ins Verse reinzutuckern und dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Begleitschutz mit dabei oder so und dann triffst du eben vielleicht auch auf andere Gruppen, die dich überfallen. Das kann ich mir so spannend vorstellen. Da freue ich mich mega drauf, auf die Ausflüge dann. Dann wird es mit Sicherheit auch wieder so kommen, dass man von Freitag bis Sonntag da irgendwie sitzt mit Unterbrechungen. Das war super spannend. Jetzt frage ich dich mal was Persönliches. Musst du keine Antwort drauf geben, bin ich nicht böse. Bist du Evocati? Evocati? Also du meinst Tester, ne? Evo, Avocado, ja. Ja, genau, richtig. Ja, bin ich. Ach krass, geht's ja. Finde ich cool. Dann wirst du es ja tatsächlich ein bisschen früher testen. Das ist ja nichts Persönliches. Nee, aber ja, aber kann doch sagen, dass du das, wie gesagt, ich war ja mal Evocati tatsächlich, ich habe das abgegeben wieder. Okay. Ja, weil tatsächlich, ich mache da zu viel und ich habe ja nicht viel testen können. Früher habe ich sehr viel getestet, habe sehr viel gemacht, das war aber tatsächlich davor, wo ich so mit Twitch dann komplett reingegangen bin. Und dann habe ich das wieder abgegeben und ja, ich weiß, der eine sieht das ein bisschen kontrovers, ich bin ja auch manchmal gerne kontrovers und ich leak manchmal gerne Sachen. Da habe ich mir überlegt, wenn ich Evo bin, denn es liegt kacke, das macht man einfach nicht. Aber so kann ich dann auf Reddit vielleicht Informationen rausziehen oder andere Sachen und darf die dann auch so liegen, ohne dass ich mich gleich strafbar mache, sag ich mal.
Aber ich, gerade dann wird es natürlich dir auch eine Freude sein, dann wirst du ja einer der ersten sein, die 3.18 auch testen. Und das ist vielleicht gar nicht mehr mal so weit weg denn für dich, ne? Das ist natürlich Das cool, ne? stimmt, ja. Muss ich sehen. Also jetzt habe ich aber das Zeit dafür. Ich habe früher, bevor ich Videos angefangen habe zu bauen, war ich extrem aktiv im Evocati oder erstmal im Testumfeld. Dann bin ich halt Evocati geworden. Evocatus heißt es, glaube ich, in der Einzahl. Aber dann habe ich halt angefangen, Videos zu bauen und habe ich keine Zeit mehr gehabt zum Testen. Ich mache da fast gar nichts mehr. Ich glaube, ich habe irgendwie ein oder zwei Thementickets mal beantwortet oder getestet. Deswegen haben sie mich auch nicht rausgeschmissen beim großen Evocati-Vibe letztes Jahr. Und jetzt mal gucken, ob ich dann wieder da auch Zeit und Muße finde, da reinzugucken. Ja, aber bewusst abgegeben habe ich es jetzt nicht, sondern wenn sie mich rausgeschmissen hätten, wäre es auch okay gewesen. Aber jetzt bin ich es halt noch und schauen wir mal. Ja, klar. So, meine Frau stand hier gerade, fragt, ob ich denn jetzt langsam zum Abendbrot komme. Deswegen ist das schon so spät? werde ich dich jetzt verlassen. Hör jetzt auf. Das ist jetzt nicht schon wieder 3,5 Stunden, dass die wir hier am Start sind. Wie geil ist das denn? So schnell geht die Zeit rum. Ey, wenn du sagst, ach so, du hast irgendwann mal Bock, wir zocken zusammen, dann gehen wir rein, dann spielen natürlich aber sowas von. Ne? Aber sowas von, sage ich dir Bescheid. Genau. Also, lieber Fexi, es war mir ein Genuss und ein Träumchen. Mir auch, War sehr aber schön sowas bei von. dir. Wir hören uns und sehen uns mal lieber. Auf jeden Fall. Viel Spaß noch beim Stream und bis demnächst mal wieder. Und tschüss, liebe Community. Tschüss. Tschüss.